Was geht ab, liebe Leute? Schön, dass ihr am Start seid. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe heute vor, ein bisschen durch meine History 2020 zu grinden. Und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig viel Bock. Und würde gerne einfach reinstarten. Also ich habe. Ich muss mal nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich habe tatsächlich 17 Songs dieses Jahr rausgebracht. Und ich würde die gerne heute einfach alle mal durchgehen, hören. Ich habe irgendwie wieder meine Festplatte geöffnet und zu ein paar Songs auch noch ein paar Fotos irgendwie so am Start. Also von den Videodrehs, pipapo. Genau. Und würde gerne einfach diese Songs mal durchrocken. Erster Song, Regenschirme, kam am 28.02. Ja, du hast einen Shoutout bekommen, Wir haben uns Mavchick. irgendwie verloren auf Saufpartys und Drogenexzessen. So tief gefallen, aber kratzen an der Oberfläche. Ideale von RTL oder Schopenhauer. Wir gehen raus nur bei Regenschein oder Sonnenschauer. Ist alles nicht so richtig zufriedenstellend, aber ich schaffe meinen Frieden selbst. Bestätigung ist, wovon wir uns ernähren. Doch echte Freundschaft. Wie ist der Ton, Leute? Von Zielen entfernt, Bruder. Schlechte Zeiten definieren den Wert. Ey, jetzt muss ich aber hier auch. Leute, hier klingelt's aber auch gut rein, Alter. Salding, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Ah, hier steht's sogar, Alter. Grüße gehen raus an Peino und Hemby, schön, dass ihr am Stüssel seid. Mavchick, ja, du hast Shoutout bekommen, weiter im Text jetzt. Vielleicht gehen wir auseinander oder raufen uns zusammen. Vielleicht gehen wir durch die Decke oder laufen vor die Wand. Hinter jeder Tür ein Abenteuer, vor jeder Lösung ein Problem. So viel schön gesoffen, doch es war im größten Teil okay. Wir haben uns wieder gefunden, wieder und wieder gefunden. Blick auf die Wand, liege seit Stunden, baue mich auf oder zieh mich nach unten. Goldener Herbst oder nur ein paar nasse Blätter auf der Frontscheibe. Keine Ahnung, wo ich losfahre und wo ich ankomme, wenn ich Songs schreibe. Raus aus der Komfortzone, auf der Autobahn wie die Ohrboten. Du musst unterscheiden zwischen richtigen Aufgaben oder Sportnoten. Schwarze North Face Jacke, Reißverschluss übers Kitten. Kapuze so tief im Gesicht, keiner sieht mich, doch jeder hier weiß, wer ich bin. So viele Ziele vergessen, leere Träume, zu viele Versprechen. Der schlechteste Lügner der Welt, aber spiele mein Lächeln. 1A, ich steh klitschnass an der Haltestelle, nur in kurzer Hose und Shirt. Aber immer raus, wenn es stürmt, alles prasselt auf meinen Schirm. Regentropfen über allen der Stadt. Regentropfen über allen der Stadt. Regentropfen über allen der Stadt. Und alles prasselt an uns ab. Das ist übrigens meine Lieblingsszene. Ah, ich darf nicht so nah das Mikro rangehen. Ah, ich mach das ein bisschen leiser einfach. Ich habe immer das Gefühl, ich bin zu leise, wenn ich zu weit weg bin. Auf jeden Fall, erstmal Mavchick und Salding haben es schon entdeckt. Das ist jetzt mein allererstes Emote. Das Skip-Emote, das ist natürlich jetzt heute ein bisschen unangebracht. Wir hatten sonst immer die Regel, wenn wir uns irgendwie andere Musik angehört haben und die war scheiße, dann haben wir 10-mal Skip gesammelt und dann quasi den Song weggemacht. Ich hoffe, das werden wir heute nicht so oft brauchen. Genau, Regenschirme. Also erstmal vorweg, wenn ihr Fragen habt, fragt jederzeit gerne.
Ich probiere irgendwie heute alles zu beantworten rund um die Mucke, was so passiert ist. Genau, back to topic, Regenschirme. Der erste Song des Jahres und für mich so ein bisschen der Übergang quasi von dem alten Pimpf zum neuen Pimpf gewesen. Ich glaube, man hört in dem Song auch ganz gut so irgendwie dieses Ding so. Erstmal, der erste Part ist noch relativ ruhig und der zweite geht dann schon so voll in die Fresse, Action, so wie es irgendwie danach häufiger passiert ist. Das Video wurde gedreht von Sirius M, dem guten Kraft Duisenberger. Manche von euch kennen ihn wahrscheinlich auch. Und geschnitten von dem Jens von Urban Tree Music, der hat zum Beispiel auch meine Windy City Videos und sowas gemacht. Big Shoutout natürlich vor allem auch an Jack da für den krassen Beat. Und tatsächlich Master von Rex, Alter. Ich glaube, das wird sich gleich oder im Laufe des Jahres noch herausstellen, dass es das danach nicht so häufig gab. Also sowas wie Master und so. Hast du vor, wieder was im Windy City Style zu produzieren? Ja, also ich setze mich jetzt nicht hin und sage, yo, ich mache jetzt explizit diesen oder diesen Style. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich mache nur noch Mucke, die irgendwie in die Fresse geht oder die abgeht. So, mir war dann irgendwann im Verlauf des Jahres mehr danach, mal ein paar positive Sachen zu machen. Dann ist es halt einfach so passiert. Aber es gibt auf jeden Fall auch Songs, die, ich nehme an, mit Windy City Style meinst du jetzt einfach so ein bisschen deeper, ruhiger sind, pipapo. Das wird auf jeden Fall auch wieder passieren. Fühlt sich für mich ehrlich gesagt an wie ein Song, der schon, weiß ich nicht, 2 Jahre alt ist oder so, weil so unfassbar viel passiert ist in diesem Jahr, dass man das gar nicht so, Maltinho, herzlich willkommen, Alter, dass ich das gar nicht mehr so arg irgendwie für mich persönlich in diesem Jahr verorte. Der wurde auch schon Ende letzten Jahres gedreht, aber war dennoch irgendwie so ein bisschen Kickoff für mich einfach. Danach ging ja diese Lockdown-Phase los. Ich mach mal direkt hier fließenden Übergang. Danach ging ja diese Lockdown-Phase los, wo dann zum Beispiel das hier die erste Nummer war und wo es dann für mich auch so richtig krass angefangen hat mit: Ich mache jetzt richtig Action, Mucke, tausend Sachen. Und der Regenschirme-Song war noch so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, paar Tage älter. Der war wahrscheinlich auch, als der rauskam, schon ein halbes Jahr alt oder so. Vielleicht auch noch älter. Und dann hat es mich im Zuge dessen aber wieder so richtig, dann fing es langsam an, mich einfach wieder zu kitzeln. Übrigens, der Song hat jetzt auf Spotify fast 200.000 Streams. Und es wäre natürlich geil, wenn wir die dieses Jahr noch voll hätten. Deswegen ab auf Spotify, schiebt euch das Ding nochmal rein. Ich habe tatsächlich auch gesehen bei diesen Spotify-Jahresrückblicken, dass das so einer der beliebtesten Songs irgendwie von mir war. Also den hatten super viele Leute von euch in ihren Top-Tracks. Und das hat mich auf jeden Fall auch sehr, sehr gefreut. Genau. Dann, wie eben schon gesagt, ging Lockdown los. Und ich glaube, direkt in der ersten Woche des Lockdowns, ich weiß es nicht, kam raus am 24.03., das weiß jetzt wahrscheinlich Scoo oder irgendwer direkt wieder, wann der Lockdown losging, aber für mich so auf jeden Fall relativ Start Lockdown begann mit dieser Nummer und die spiele ich jetzt einfach mal ab. Ich fühle mich wie Radio-Dings, Radio-DJ. Gib ihm. Pimpf. Ach so, ich darf nicht so nah ran. Pimpf mit Angst Remix. Ich höre den Regen mitten in der Nacht, auf dem schrägen Fenster in meinem Zimmer unterm Dach. Doch ich brauch Krach, ich glaub, ich komm nicht klar. In meinem Kopf ist sowieso jeder Schauer wie ein Orkan. Alles wühlt mich auf, also rauch ich wieder Gras. Fühl mich nicht wohl in meiner Haut an diesem Tag, obwohl der Himmel so blau ist an diesem Tag und obwohl ich nie ein Junge von Traurigkeit war. Oder warum Ich kam nicht? klar und plante schon immer selbst meine Zeit in freien Stunden und machte, was mir gefällt. Manchmal starre ich nur ein Loch in die Wand oder bin stundenlang von Dokus in der Glotze gefangen. Denn mich faszinieren viele Menschen in der Ferne und besonders wenn ich Ängste hab, Städte in der Ferne. Ich hatte nie Lust mit einer Xbox zu spielen, blätterte lieber stundenlang in Hip-Hop-Magazinen. Es gab keinen, der mich stresst, keinen, der mich besser kennt. Ja, ich bin einer, der an seine Interessen denkt. Guck den ganzen Tag Sport wie Doug Heffernan oder hör Musik, ich bin von einigen Rappern Fan. Ich hab das alles stundenlang seziert,
abschalten, aufsaugen, Booklets studieren. Nicht erst seit gestern sozial distanziert. Doch ist verrückt, was hier gerade passiert. Denn plötzlich ist alles anders. Ich fühle mich nicht mehr frei zwischen Netflix, Xavier Naidoo und Amazon Prime. Was soll ich meinen Kids erzählen von dieser Zeit? Ich fühle mich schon mein ganzes Leben lang allein. Ich hab Angst. Ja, Leute, was würdet ihr dem Song für eine Bewertung geben? Würde Kiko jetzt sagen. Der Song ist, wie der Titel schon verrät, ein Remix. Und zwar habe ich diesen Song Angst von DLG gehört und fand den so unfassbar krass. Ich fand den Beat so heftig, dass ich gesagt habe, Bro, schick mir bitte unbedingt diesen Beat. Ich muss darauf irgendwas machen. Und mein Song geht thematisch in eine ganz, ganz andere Richtung, weil er ist ja mehr so irgendwie so dieses klassische Pimp-Webcam-Rap-Ding, irgendwie ein paar Zeilen zur aktuellen Gemütslage abgefeuert. Und DLG, sein Track, ist aber auch sehr, 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 sehr heftig. Lohnt sich auf jeden Fall, sich den reinzuziehen. DLG, Angst. Genau, also checkt auf jeden Fall auch DLG ab. Krasser Rapper, krasser Produzent. Irgendwie kocht so seit Jahren so seine Suppe, aber immer krass, schwimmt immer ein bisschen under the radar so. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. So, on to the next one. Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte, war für mich auf jeden Fall auch ein super, super wichtiger Song. Und auch so der Kickoff für mich dann so richtig, also es gab ja Ende letzten Jahres, gab es ja von mir den Wo ist die Liebe Song, der so, würde ich sagen, mein erster komplett politischer Song war. Vorher schon immer irgendwie mal ein bisschen politische Meinung durchklingen lassen habe, aber genau, so Wo ist die Liebe war wahrscheinlich der erste full politische Song. Und dann war ja dieser Song hier nochmal wesentlich intensiver und viel, 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 viel deeper politisch. Und ich habe auch irgendwie so, ich habe den einfach rausgehauen, ich habe gar nicht gedacht, dass damit so viel passiert. Kein Zock, herzlich willkommen. Ich habe gar nicht gedacht, dass damit so viel passiert, aber der hat unfassbar viel Feedback bekommen, gerade in so Twitter-Kreisen oder auch irgendwie von Medien und sowas. Ich habe mir dafür auch sehr, sehr viel Mühe gemacht, irgendwie diese History-Timeline rassistischer Gewalt irgendwie cool abzubilden. Produziert von BitBeats und ist natürlich ein Remix von Freundeskreis. Sich als sie angriffen, weit nach dem Krieg, irgendwo zwischen Realität und Ansprüchen. Sie können Lichtenhagen unbehelligt Brand stiften, weil ein paar Menschen vor Angst aus dem Vietnam flüchten. Sie schmeißen Mollys auf das Sonnenblumenhaus im Norden Rostocks, doch da lernen wir hoffentlich was draus. Jeder kennt die Bilder und fragt sich, wie kommt man da nur drauf? Doch leider sieht man auch den donnernden Applaus. Dann komm ich auf die Welt knapp ein Jahr später, zwischen blinde Augenzeugen und psychisch labile Einzeltäter. Anfang der 90er, so lang ist es her. Die Probleme sind die gleichen, es werden sogar wieder mehr. Nix gelernt aus rassistischen Attentaten wie Mölln. Doch die Empörung ist groß um die Afrikaner von Köln. So groß wie kein Schaden an einem verbrannten Mercedes. Denn Rassismus ist die schlimmste Konstante in unserem Leben. Just a part of it. Forget to the part of it. Es wird nicht besser mit der Wende des Jahrtausends. Am 9. September kommt Enver nicht mehr nach Hause. Es sind 8 Schüsse in das Herz seines Familienvaters. Keine Clan-Kriminellen und kein Familiendrama. Einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Mit der falschen Hautfarbe und dem falschen Grüß Land geboren. Jeff, Junge. Was läuft? 2005, kurz vor der tollen WM, wo in Deutschland alles stimmt. Das Image ist poliert mit einem scheiß Turnier. Währenddessen stirbt Halid Yozgat fast vor meiner Tür. Ich seh stolze Deutsche feiern und die Fahnen wieder wehen. Überraschend Jahre später, wie die AfD entsteht. Und dann kommt der große Titel 2014 in Brasilien. Auf jeden Fall Obama Abkürzung hier oben. Noch immer nicht als aber hat Familie. Mich anders reingepasst. Mesut Özil ist der Top-Vorlagengeber. Und Roberto Blanco sicherlich ein wunderbarer. Und dann. Ey, Volcume, Alter, danke für dein Abo. Bruder, ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank.
gehen sie demonstrieren, fühlen sich islamisiert. Jeden Montag für das Abendland in Dresden vor die Tür. In Chemnitz wird ein Mordfall instrumentalisiert, kurz nachdem die bösen Linken beim G20 randalieren. Die Staatsgewalt hat rechten Terror noch nicht im Visier. Unterschätzen, reden klein, was seit Jahrzehnten passiert. Als nächstes ist es Walter Lübcke, der ermordet wird, kurz vor Halle und Hanau. Mal sehen, was morgen passiert. You're just a part of it. So get to the heart of it. You're just a part of it. So get to the heart of it. Ich mach das mal aus an dieser Stelle. Passiert jetzt nichts mehr, außer dass der Beat ballert. Luis, auf jeden Fall herzlich willkommen. Kete Crew ist am Start. Beste Leben. Ja, tatsächlich, der Song wurde jetzt auch, was mich sehr gefreut hat, von August Bembel. Ich weiß nicht, ob manche von euch ihn kennen. Zum Song des Jahres gekürt im Rap-Stammtisch-Podcast. Hat mich zum Beispiel auch mega gefreut. Hat so super viel nischiges Feedback bekommen einfach. Wurde zum Beispiel in Kassel auf der Black Lives Matter Demo gespielt oder noch irgendwo anders auch. Ich weiß nicht mehr genau wo. Auf jeden Fall einfach super viele coole Achievements mit dem Song einhergegangen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass der irgendwie so lange noch so viel rotiert, weil es ja eher ein Song ist, den zieht man sich irgendwie vielleicht einmal rein und nochmal und checkt dann irgendwie ein paar Dates und sowas. Aber der ist scheinbar auch irgendwie bei ein paar Leuten dann in der Playlist hängen geblieben. So, und wie schaffe ich jetzt den Übergang von diesem Song zu dem nächsten Song? Wer weiß, was der nächste Song war? Ich sag mal nichts jetzt. Quizfrage, Leute. Was war der nächste Song? Von mir, beziehungsweise mit meiner Beteiligung. Ja, Mavchik, natürlich. Natürlich, mein Bruder weiß es. Dinosaurier weiß auch Bescheid. Der nächste Song. Ich spiele denselben Song nochmal. Man kann auf jeden Fall nicht sagen, also wo ich früher immer dachte, wo ich immer so, ja, ist vielleicht eine kleine Schwäche von mir. Ich habe sehr häufig Songs gemacht, die ähnlich waren, die ähnlich klangen irgendwie, die einen ähnlichen Vibe hatten. Ich glaube, das kann man mir auf jeden Fall dieses Jahr nicht vorwerfen. Dann kam nämlich, lass mich kurz gucken, knapp einen Monat, 3 Wochen später, nach Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte, kam Chorzeit. Zusammen mit Shogun, auch produziert von Shogun, den ich glaube, einen Monat vorher kennengelernt habe. Und zwar habe ich 3 Tage vor dem Lockdown noch eine Show in Berlin gespielt, zusammen mit Grinch, vor dem Plot. Also der Plot hatte irgendwie so Release-Party oder irgendwie sowas. Und wir haben da einfach, also da ging es gerade so ab, so wird irgendwie Lockdown gemacht, pipapo, wir saßen so in der Bahn und dachten uns so, holy shit, vielleicht kommen wir hier gar nicht mehr lebend raus. Jedenfalls habe ich dort auf diesem Konzert dann Shogun kennengelernt, knapp einen Monat vorher oder so, und ich hatte diese Strophe am Start und dann haben wir so gedacht, so ey, lass uns einfach mal was machen, und dann ist der Song einfach so in einer Nacht entstanden, glaube ich. One-on-one auf dem Court nehme ich alle an. Ich rasiere euch alle, kein Problem. Und jetzt gibt's Chorzeit. Frühlingsgefühle, Baby. Wache auf, klär im Chat, bisschen Bierchen und Sport. Lass mal eins sagen, dann ist Fabi 14 Uhr dort. Wir zocken 5 gegen 5, aber viel zu. Ich sag gleich was zu den T-Shirts. Großer Akkord und wir wollen nicht so viel laufen, deshalb spielen wir auf ein Korb. Es ist Frühling, scheiße, unser Basketball ist platt. Doch wir sind ready for a long hot summer in der Stadt. Mittlerweile haben wir eine Handybox statt Tapes, aber pumpen immer noch denselben Shit von Master Ace. Ganz wide open wird ganz sicher nicht getroffen, denn wir zocken bisschen wie beschissene Kartoffeln. Ich glaube, Rolli Basketball wäre ich mittlerweile ziemlich beschissen. Aber wäre schon mal wieder geil. Wir haben nur Fouls oder Schauspielern drauf. Und meist schlechten Wind, alle Ausreden drauf. Airballs droppen, aber natürlich war nur Probewurf. Alle 2 Minuten richtiger Joachim Noah-Wurf. Triff uns an der Kurszeit, Tetrapack verbohrt, weil es ist alles taub so weit. Sitzen auf dem Bordstein, rauchen wie ein Schornstein. Hicker aus dem Smalltown-Vibes. Triff uns an der Kurszeit. Deepwalker, grüß dich. Es ist alles taub so weit.
sitzen auf dem Bordstein, rauchen wie ein Schornstein. Dicker, das sind Smalltown-Vibes. Ja, das ist der NBA All-Star-Championship. Denn die Beats, die ich baue, sind die besten Assists. Ey, Dreier Jordan True Blue, eine Schachtel Fruit Loops. Dicker, ich schwöre, ich auch, Alter. Fühlt sich für mich auch an, als wäre das einfach 10 Jahre her. Classic Shit, Alter. Auch schon wieder, das fühlt sich so lange her an. Aber ballert, macht grad richtig Spaß. Und Schornstein wird auch wieder geraucht. Space Jam, mach mal nicht so schnell, Dicker. Heute alles laid back. Augenringe tiefer als der Schirm von meiner Basecap. Letzte Nacht wieder an Songs gestoppt im Basement. Qualm kommt aus dem Sechszylinder oder aus den fetten Dingern. Ist egal, Shooting Guard Star, so wie Reggie Miller. Rauchen wie ein Schornstein, 14 Uhr die Ortszeit. Und ich häng bei Pimp in Hof, Geismar an der Courtside. Triff uns an der Courtside, Tetrapack verbohrt, weil es ist alles dope soweit. Sitzen auf dem Bordstein, rauchen wie ein Schornstein. Was sind das für Handles? Deutsch Kyrie Irving. Triff uns an der Courtside, Tetrapack verbohrt, weil es ist alles dope soweit. Sitzen auf dem Bordstein, rauchen wie ein Schornstein. Dicker, das sind Smalltown Vibes. Ja, eben, genau das ist nämlich das Ding, ne, dass so viel kam, dass sich das jetzt schon so anfühlt, als wäre das einfach fucking 1000 Jahre her. Crazy Scheiß, ey. Und auch so irgendwie, man sieht's hier im Hintergrund, irgendwann macht sich einfach so eine, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwann macht sich so eine Handballmannschaft hier warm, hier, so zum Training und so, einfach so Sachen, die es so früher gab und die heute irgendwie einfach nicht mehr möglich wären. Das Video wurde gedreht in Minden. Shogun kommt gebürtig aus Minden, lebt in Berlin, aber war irgendwie zu der Zeit in der Heimat und wurde auch gedreht von Homies von ihm, von den Stuhlhammer Bros. Als Enno meinte, Deutschrap ist fresher denn je, meinte er definitiv das. So, ich bin mit Grinch hingefahren, wir haben das Video gedreht, wir sind wieder zurückgefahren. Genau, und eigentlich müsste man jetzt mal kurz Jack Harlow leaken. Nee, ich kann das ja nicht machen wegen... Ach, scheiß drauf. Auf jeden Fall... ihr kennt ja sicherlich Jack Harlow. Ich muss ja gar nicht abspielen hier. Der Kollege hat sich auf jeden Fall ein bisschen inspirieren lassen hier von meinem Outfit auf dem Court. Und hat jetzt 26 Millionen Aufrufe gehittet. Crazy Shit. Army Rap ist fresher denn je. Hm. Ja, shit, Alter, krass. Okay, ich wollte eigentlich Minnehausen erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du am Start bist. Official Hangaround. Ich wollte eigentlich jetzt im Stream so ein bisschen, ihr habt es vielleicht eben bei Insta gesehen, heute haben wir die Final Wave T-Shirts gedroppt und ich dachte so, wow, geil, da mache ich im Stream direkt Werbung dafür und pipapo. Und zeige euch die T-Shirts. Aber jetzt lese ich hier, die sind schon ausverkauft. Ich habe vorm Stream kurz reingeguckt und da ging es so papp, 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 papp irgendwie. Hat ganz schön krass reingehagelt. Ich zeige es euch jetzt trotzdem einfach mal ganz kurz. Die T-Shirts sind loose fit geschnitten und super, super, super krass geworden. Der Shit ist übrigens schon verpackt. Also falls ihr bestellt habt, geht morgen raus. Und jetzt habe ich gehört, ist nur noch XL am Start, ne? Ah, ich habe eine Idee. Ich mache mal eben so hier. Watch out. Tada! Das sind die infamous Final Wave T-Shirts. Hier mit einer ganz detaillierten und kleinen Bestickung, hätte ich fast gesagt. Aber wir haben tatsächlich den Shit komplett selbst gemacht, hier drauf geflext. Die T-Shirts sind 100% Baumwolle, also richtig, richtig schwere Geräte auch. Die sind jetzt nicht, also ich trage zum Beispiel XL, aber ich trage auch gerne irgendwie momentan wieder viel größere Sachen. Genau, ach so, wenn ihr was bestellt, gibt es natürlich noch Aufkleber dazu, wenn wir jetzt schon mal hier in der Werberunde sind. Wir werden natürlich checken, dass wir irgendwie neuen Scheiß an den Start kriegen. Wir haben aber auch noch Lakers-T-Shirts da. Die sind nicht ganz so dick, nicht ganz so oversized geschnitten, sondern relativ normal. Wir haben noch Lagoon-Styles-Tassen, Pipapo, all das. Und wie gesagt, der Scheiß geht auf jeden Fall morgen raus.
schafft es dann hoffentlich bis Weihnachten sogar noch zu euch. Also falls ihr noch Geschenke braucht, dies, das, ihr wisst Bescheid. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über alle Bestellungen, all den Support, pipapo. Memo LP gibt's auch im Shop. Der nächste Song heißt Stress, meine Damen und Herren. Und ich habe jetzt genug gelabert, deswegen mache ich den einfach an. Ich bin ja nicht Kiko. Lagunen Styles. Was ist hier los? Diese Welt ist voller Negativität. Kaputte Köpfe haben immer extremere Ideen. Und ich wünsche mir, ich könnte jeden verstehen. Doch sehe auf eurer Agenda nur egoistische Themen. Ich will euch nicht mal auf einer Gegendemo sehen. So als wäre ich selbst nicht gegen das System. So als wäre alleine Angela unser Problem. Aber Politik heißt Deutschrapper, gehen hier aus dem Weg. Hip-Hop-Szene sind nur Cheerleader und Quarterbacks. Zu viele Stereotypen sind ein Erfolgsrezept. Es erfordert jetzt ein bisschen mehr Conscious Rap, in dem auch Feminismus neben den Coronas steckt. Es ist nichts Besonderes, sie reden um den heißen Brei. Wie kann Meinungsfreiheit so scheiße sein? Als wüsste sie doch nicht, wie wertvoll seine Worte sind und wie viele uns schon an die böse Macht verloren. Ist die Welt gut oder ist die Welt schlecht? Ist es mein Weg oder ist es mein Recht? Spezi represent. Ist es meine Haut oder ist es mein Geschlecht? Es ist alles, aber sicher kein Stress. Sag mir, ist die Welt gut oder ist die Welt schlecht? Ist das mein Weg oder ist es mein Recht? Ist es meine Haut oder ist es mein Geschlecht? Es ist alles, aber sicher kein Stress. Sag mir, ist die Welt gut oder ist die Welt schlecht? Ist das mein Weg? Jetzt müssten eigentlich noch Cuts kommen, Alter. Yeah. Sag mir, ist die Welt gut oder ist die Welt schlecht? Ist das mein Weg oder ist es mein Recht? Ist es meine Haut oder ist es mein Geschlecht? Es ist alles, aber sicher kein Stress. Yeah. Okay, das war Stress. Victor kannte ihn noch gar nicht. Ja, dann. Hast was Neues kennengelernt. Basie ist auch am Start, Dicker. Grüß dich erstmal, schön, dass du da bist, Junge. Okay, und an Flodo ist der Song auch, okay, tatsächlich scheint der Song an ein paar Leuten vorbeigegangen zu sein, aber dann ist ja cool, dass ihr hier am Start seid. Kann ja auch passieren irgendwie, bei dem ganzen Scheiß, den ich dieses Jahr rausgehauen habe, es war ja irgendwie unfassbar viel, kann das ja auch mal passieren, dass das bei den durchwachsenen Algorithmen irgendwie ein bisschen untergeht. Genau, gedreht von Fritti, unserem Lagoon Styles Ehrenmember, und die Post-Production hat zum ersten Mal Alex Anders übernommen, der später in meiner History noch eine Rolle spielen wird. Den habe ich auf jeden Fall kennengelernt. Moritz, auf jeden Fall danke für dein Follow. Basie ist auch reingefolgt und Chrissy auch. Schön, dass ihr am Start seid, Leute. Auf jeden Fall hier zum ersten Mal Alex Anders mit der Post-Production. Ich finde, das sieht man auch. Und Mavchik hatte vorhin geschrieben, so spätestens ab da New Era. Und es fühlt sich für mich auf jeden Fall auch so an, mit dieser Power, mit dieser Action irgendwie, einfach mal wieder irgendwie auf einen Song zu kommen, was ich ja jahrelang nicht gemacht habe. Gutes Gefühl, auch jetzt den zu hören. Cooles Gefühl. Ich glaube, ich habe den seitdem nicht mehr gehört. Hat mir auf jeden Fall auch jetzt gerade Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Genau, und über Alex quatschen wir dann gleich nochmal. Jetzt geht's erstmal weiter mit, nach diesem Song hier ist Folgendes passiert. Zack, zack, jetzt wird, ihr seht das, ne? Ja klar, ich hab Bild, ihr seht das, oder? Eine Woche nach Stress haben wir tatsächlich unser erstes und bis dato einziges Streaming-Konzert gespielt. Und zwar haben die supergeilen Menschen von nurrap.de ein Online-Festival organisiert und uns gefragt, ob wir Bock haben, dabei zu sein. Da haben wir natürlich gesagt, ja klar. Aber die meisten Leute haben das irgendwie so im Wohnzimmer gemacht und wir haben gedacht, nee, ist irgendwie langweilig, lass mal was Geiles machen, Alter. Und genau, dann sind wir in Schlachthof Kassel gegangen und haben dort ein Streaming-Konzert gespielt, was auf jeden Fall, man sieht's hier, es stand einfach hier eine Kamera, da eine Kamera und da eine Kamera, was auf jeden Fall eine super, super crazy Erfahrung war. Sehr strange, aber auch mega cool irgendwie, muss ich sagen. Natürlich auch wieder mit meinem Bruder Grinch, der immer am Stüssel ist. Und das spreche ich jetzt deswegen an, weil das für uns, also man kann das, was gebe ich denn ein? Streaming, Show, nur Rap,
www.youtube.com/ntmusic.de. Man kann das auf unserem YouTube-Kanal sehen. Und das war auf jeden Fall für uns halt, also das ziehen wir uns jetzt natürlich nicht rein. Das war natürlich, es war für uns auch eine mega krasse Produktion irgendwie so, mit diesen ganzen Kameras und Ton abnehmen und Schlachthof mit den Leuten da uns zusammentun und diesen ganzen Scheiß zu machen. Und ich würde behaupten, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Das kann man sich schon gut gönnen. Ich schließe nachher nochmal eine Brücke mit einer weiteren Show, die wir dieses Jahr gespielt haben. Ich glaube, es waren 3 Shows dieses Jahr insgesamt, was natürlich leider sehr, sehr wenig ist. Aber ja, da hat mir tatsächlich auch Alex hat Semitschkin zurück in mein Leben gebracht. Ich war letztes Jahr hart am Semitschkin suchten, als ich viel auf dem Balkan beim Fußball unterwegs war. Dann habe ich eine Zeit lang nicht gemacht und dann kam Alex und dann kam die Semitschkin auch zurück in mein Leben. Okay Leute, nächster Song, wer weiß es. Fühlt sich an wie 2015 jetzt für mich. Ja, ich mach den einfach mal an. Haut Fragen raus, wenn ihr Fragen habt, aber ich habe auch dazu noch ein paar Fotos auf meiner Festplatte und würde danach einfach ein bisschen drüber quatschen. So geil, dass den ganzen Stream über jetzt der Tenor ist. Boah, ich dachte, das wäre schon älter und boah, krass, ich dachte, das wäre schon älter, ne? Weil einfach so viel passiert ist, ey. Und auch immer geil, dass irgendwer schreibt immer, einer meiner Lieblingssongs des Jahres bei so vielen unterschiedlichen Songs. Mega nice. Viel geiler, als wenn alle Leute sagen würden, yo, das ist mein Song des Jahres und alle sagen das bei demselben. Ist natürlich viel geiler, wenn der eine das bei Geh weg sagt und pipapo. Let's go. Auch einfach nie wieder gesehen, ey. Kenny! Du bist ein 10-seitiger, sehr langweiliger Brief von der GEMA. Du bist klatschen im Flugzeug. Du bist ein politisches Lied von Kollegen. Du bist ein Scheiß-Chauvinist, der was Frauen betrifft, die Grenzen nicht wahrt. Du bist Feministin, die glaubt, Feminismus, das heißt, dass man Männer nicht mag. Du bist Lothar Matthäus, du bist der Videobeweis, du bist Bayern des Meister. Du bist deutsche Kultur, du bist dort mit Til Schweiger. Du bist ein besorgniserregter, drunter Kommentar-Rassist, der zwar sagt, dass er kein Nazi ist, aber selbstverständlich Nazi ist. Du bist irgendwas mit Luke Mockridge auf Pro7. Ein als Deutschlandflagge verkleideter Außenspiegel. Du läufst zu fünf nebeneinander auf dem Weg. So, dass da keiner durchkommt. Das war die beste Szene. Dass wir beide gleichzeitig hier sind, ist mehr so Geschmackssache. Vielleicht kann dein Körper ja einfach ein bisschen woanders stehen. Bild von einem frisch polierten Auto. Du bist natürlich gegen rechts, aber gegen links bist du genauso. Ich mein, du bist kein Nazi. Du hast ja auch ein paar türkische Freunde. Doch solange sie die Hymne nicht mitsingen, sind das noch keine wirklichen Deutschen. Aber du bist deutsch und darauf kann man ja wohl stolz sein. Ich meine, deutsch sein heißt deutsch sein und wir sind das Volk, schreien. Du bist nicht Halli Djosgat, aber du bist Bülent Ceylan. Du bist so ein Rapper, der keine Kritiker hat, das sind alles nur Hater. Du bist Martin Kind, scheiße, du bist ein Montagsspiel. Du bist der Malle Urlaub mit dem Motto Shirt, nie ohne mein Team. Du bist das Stolze oben, ohne Vorher-Nachher-Foto. Du bist die neue Show von Klaas und Joko. Dass wir beide gleichzeitig hier sind, ist mehr so Geschmackssache. Vielleicht kann dein Körper ja einfach ein bisschen woanders stehen. Gründe ein Movement, tu einfach mal etwas, das dich in Bewegung setzt. Bestell dir ein Taxi, fahr endlich mal wieder in Urlaub. Nur also ich finde... Achso, geht noch was? Nee. Passiert da noch was? Hey, geh weg!
Also, es war ja auch, glaube ich, so der größte und erfolgreichste Song des Jahres. Natürlich auch Weekend, klar. Ich war, glaube ich, die erste Single oder zweite Single zu seinem Album. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da, also geil, geiles Ding, aber ich mag irgendwie nicht, wie ich rappe so. Es ist mir irgendwie ein bisschen zu, die Lines sind krass, mag die Lines in beiden Strophen. Ja, und soll jetzt auch gar nicht so humble klingen, aber ich finde irgendwie so rap-technisch hätte das schon auch einfach noch ein bisschen stylischer sein können und hätte man irgendwie noch ein bisschen flow-technisch noch krasser über den Beat spazieren können, so. Leute, würde mich einfach mal interessieren, wenn ihr abstimmt, was euer Song des Jahres war. Einfach Interesse halber. Hat keinen Einfluss, sage ich euch, wie es ist, hat keinen Einfluss auf meine Musik. Genau, dann wollte ich jetzt, For Real hat es, glaube ich, irgendwo eben auch gefragt, Victor, muss ich sagen, glaube ich jetzt, ne, wo wir die Kiste gedreht haben. Plattenbrennen kam am 27.03. und habe ich halt auch einfach jetzt komplett scheiße gelabert bei Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte mit so, ja, politischer Song, pipapo, weil Plattenbrennen ja auch komplett politisch. Fun Fact zu Plattenbrennen, der Song kam raus und ich habe ja diese Xavier Naidoo-Line gegen Chef Cat gebracht. Ich bringe ja schon irgendwie seit 4-5 Jahren Xavier Naidoo-Lines, wollte ich nur mal so sagen, ja, ich wusste das alles schon vorher. Auf jeden Fall kam der Song raus und ich bringe diese Xavier Naidoo-Line gegen Chef Cat und eine Woche später fand dieses richtig krasse Outing von Xavier statt mit Telegram und Pipapo und Durchdrehen und diesen Videos im Internet und auf einmal so, manche Rapper fangen an, sich davon zu distanzieren und Chef Cat sagt immer noch so, ich weiß nicht genau, Pipapo, und ich dachte mir so, Mashallah, Bruder, das hat richtig gesessen, das hat die Richtigen getroffen zum richtigen Zeitpunkt. Genau. Aber, genau, wir waren bei Geweck stehen geblieben. Den haben wir tatsächlich schon im Januar gedreht. Deswegen halt auch im Ausland. Also das ist jetzt nicht, der Strand war jetzt nicht so leer, weil wir während dem Lockdown dahin geflogen sind oder sowas. Sondern es war einfach im Januar. Und zwar haben wir den gedreht in Malaga, Spanien. Wunderschön. Hier habe ich ein paar Bilder auf meiner Festplatte jetzt einfach gefunden und an den Start gebracht. Dieses Buch, ich glaube, man sieht einfach tatsächlich in jeder Videoeinstellung, wie ich dieses Buch hier in der Jackentasche habe. Das wurde auf jeden Fall einfach parallel zum Videodreh immer zwischendurch weggesuchtet. Shoutout Toni Gottschalk. Das war hier meine große Highlight-Szene. Da durften wir nachts in Malaga hier auf diesen Fußballplatz mit diesen geilen Blocks im Hintergrund. Und ich finde, das wirkt im Video jetzt gar nicht so geil und so. Also, für die Leute, die es nicht wissen, ich bin ja auch sehr fußballbegeistert und stehe voll auf Fußballplätze und Stadien und pipapo. Ach, das weiß eh jeder, ne? Und da ist auf jeden Fall mein Herz krass aufgegangen. Der hatte irgendwie so eine Jugendmannschaft, hat gerade Training gehabt und wir konnten darauf, konnten ein paar Takes machen. Und im Video geht es irgendwie ein bisschen unter. Aber hier auf den Fotos sieht es einfach richtig geil aus, finde ich. Wunderschön. Traumhaft. Ah, richtig geil. Richtig gute Zeit gehabt auch einfach da. Hier nochmal der Bolzplatz mit meinen professionellen Handyqualitäten. Malaga. Die Cappy habe ich ja natürlich nicht gekauft. Hätte ich mal machen sollen. Genau, das hier ist das Cover geworden, glaube ich. Ist es das Cover geworden? Ist das Cover geworden, ne? Das ist der Pad. Bester Mensch und der hat das Video gedreht. Hier, Klein Jonas. Ich glaube, wir waren 4 Tage oder so, vielleicht in Malaga, 3. Wir sind jeden Morgen irgendwie um 8 aufgestanden, was sowieso schon nicht so ganz mein Ding ist. Haben den ganzen Tag Video gedreht und dann habe ich mir gedacht, jawohl, Alter, heute Abend spielt Sevilla zu Hause. Ich setze mich da mal ins Auto und fahre hier 500 Kilometer. Nein, 500 waren es nicht, aber ich bin auf jeden Fall abends noch 3 Stunden oder so alleine nach Sevilla gefahren zu dem Spiel gegen Levante und habe mir das Spiel reingezogen und bin wieder zurückgefahren nach Malaga. Keine Ahnung, 2,5 Stunden oder so, 3 Stunden.
von Malaga nach Sevilla, habe mein Spiel reingezogen und bin wieder zurückgefahren. Und ich habe mich gehasst in diesem Moment. Es war furchtbar, ich war so müde, aber ich würde es wieder tun. Das war eine meiner wenigen, aber durchaus sehr, sehr geilen Groundhopping-Erfahrungen in diesem Jahr. Hört ihr den Ton? Baba-Stimmung auf jeden Fall nicht. Aber trotzdem geil. Aber hier richtig geiles Stadion. Es war auch einfach nicht kalt. So. Es war wie gesagt im Januar. Ah, richtig geil. Richtig geil. Ah, hier. Joho. Ihr wisst, was abgeht. Wir nähern uns langsam Molly. Aber ein Song kam noch vor Molly. So, jetzt wurde auch wieder genug gelabert. Der nächste Song war Bon Voyage. Produziert von Oh Ollie Did It. Ehemals Exact. Kenne ich auch schon seit 100.000 Jahren. Super, super geiler Produzent. Super geiler Typ. Hat schon im VBT für mich produziert. Genau. Nennt sich jetzt Oh Ollie Did It. Und das hier ist der Song Bon Voyage. Das, wenn man fällt ins Wasser, es kommt aus Blutwasser, das würde das Leben gar nicht retten, das Menschenleben. Das heißt, der Schaumstoff nimmt das Wasser auf und man ertrinkt sehr schnell. Das macht kein Mensch freiwillig. Man ertrinkt sehr schnell. Das macht kein Mensch freiwillig. Man ertrinkt sehr schnell. Das macht kein Mensch freiwillig. Man ertrinkt sehr schnell. Man ertrinkt sehr schnell. Ich komme nicht klar, die Welt ist irgendwie am Arsch. Unser Soundtrack ist ein Kollabo-Album mit Xavier und Savage. Der Wolf sieht aus wie ein Schaf, ist alles nicht mehr wie es war. Als wär's eine Bootstour auf dem Mittelmeer und wir wünschen ihm Bon Voyage. Und herzlich willkommen in Moria, 5 Sterne Waldorf Astoria. Doch warum haben die ein iPhone und du immer noch nur ein Nokia? Aber ist es nicht alles so egal, wir schotten uns in Europa ab. Wir wünschen uns eine heile Welt und Kinderschänder im Todestrakt. Verantwortung geben wir gern nach oben ab. Wir kommen doch selber grad nicht wirklich mit Corona klar. Struggeln für die Miete, die wir jeden Monat zahlen. Und so hat Torben plötzlich ein Problem mit Mohammed. Sie wollen die Grenzen zumachen, so wie die NSU-Akten. Stecken Menschen in Schubladen und verhindern, dass sie hier Fuß fassen, weil sie Angst haben vor, ach, ich hab selber keine Ahnung was. Doch denkt ihr, Menschen flüchten für eine Kreuzfahrt und Badespaß? Man ertrinkt sehr schnell, das macht kein Mensch freiwillig. Man ertrinkt sehr schnell, das macht kein Mensch freiwillig. Man ertrinkt sehr schnell, das macht kein Mensch freiwillig. Man ertrinkt sehr schnell, man ertrinkt sehr schnell. Dass ein Mensch so sein Leben riskieren muss, auf dem Meer, mit seiner Familie, mit seinen Kindern, schwangere Frauen, das macht kein Mensch freiwillig. Viele ertrinken auf dem Meer, sterben im Wasser. Take. Crazy. Auch crazy, für mich jetzt irgendwie auch nie wieder gehört, ist ja tendenziell, glaube ich, auch ein Song, den man wahrscheinlich jetzt auch nicht jeden Tag so in seiner Playlist hört, aber sollte auch genau das sein, so ein bisschen wehtun, ein bisschen unangenehm sein, genauso wie das Video auch, der Nightbot dreht schon wieder durch, sorry Fuchse, das Video haben wir gefilmt, Grinch hat mich da mit der Handycam gefilmt und mich auch so unter Wasser gedrückt und ich sehe ja da auch irgendwie ganz furchtbar aus und es ist irgendwie alles ein bisschen cringe und tut ein bisschen weh, aber ich finde, das soll's auch. Ich finde, der Beat ist richtig sick und meine Flows sind auch ziemlich geil. Wir haben alle Bandcamp-Einnahmen, also wir haben auch unsere Songs immer auf Bandcamp. Ich weiß nicht, ob das noch von euch jetzt viele nutzen, aber einige Leute sind da immer noch mal am Start und koppen das. Da haben wir auch alle Bandcamp-Einnahmen gespendet. Das war auf jeden Fall ein super, super cooles Projekt und ich finde, Moria ist auf jeden Fall auch ein Thema, was man nicht aus den Augen verlieren darf und sollte, jetzt gerade auch aktuell irgendwie, die ganze Zeit ist Lockdown und Impfstoff und pipapo irgendwie, so First World Struggle, natürlich auch, wenn das schon jetzt mittlerweile sehr, sehr an uns zehrt, ist gerade einfach Moria so, da geht einfach krass die Welt unter so, ne, das ist jetzt vor ein paar Tagen diese Bilder, wo es, wenn es da regnet und einfach irgendwie das ganze Lager unter Wasser und Schlamm und Matsch steht und das ist einfach unvorstellbar und Kinder von irgendwie von Ratten gebissen werden und das einfach so, dass so Europa sein soll,
Richtig, richtig krass und immer noch herb unter dem Schirm von vielen Menschen. Ich dachte auch zu dem Zeitpunkt, bevor ich den Song gemacht habe, dachte ich auch so ein bisschen so, boah, eigentlich muss man ja da nicht mehr drüber reden, weil eigentlich wurde da schon genug zugesagt, aber nee, wurde gar nicht, Alter. Genau, ja, sorry für Laune ficken, Alter. Es ist ein Auf und Ab irgendwie, ein Jahr der vielen verrückten, wilden Gefühle auf jeden Fall. Das ging mir letzte Woche in dem Stream mit Kiko schon so, dass wir irgendwie so uns vor 10 Minuten komplett schräg gelacht haben und 10 Minuten später voll in irgendeinem deepen Thema drinne waren. Und so wird es auch jetzt wieder sein, weil jetzt kommt nämlich der Übergang zu Molly, der jetzt einfach trocken gemacht wird.